Wie funktioniert Recherche? Welche Quellen sind zuverlässig und wie geht man mit Fake News um? Um solche Kompetenzen zu vermitteln, findet es bereits zum dritten Mal statt. Das Internet-Recherchespiel Medienprofi. Mit großem Erfolg haben wieder 600 Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Vechta an unserem Schulprojekt Medienprofi teilgenommen. In 80 Teams haben diese Schülerinnen und Schüler wirklich knifflige Fragen im Internet recherchiert und dabei auch ihre Lese- und Recherchefähigkeiten gefördert. Das ist für uns ein ganz wichtiges Projekt und wir freuen uns, dass wir da an dieser Stelle den Schulen helfen können. Auch in der Region ansässige Unternehmen haben die Wichtigkeit des Themas Medienkompetenz erkannt und unterstützen das Projekt mit einer Klassenpatenschaft. Wir unterstützen die Aktion Medienprofi, weil wir meinen, dass man den Umgang mit dem Internet, mit den sozialen Netzwerken und den Medien kritisch begleiten können muss. Und die Aktion gibt ja auch gute Einblicke in die journalistischen Mechanismen und das Leben an einer Tageszeitung. Ich glaube, das ist unglaublich wertvoll, in Zeiten einer Informationsüberflutung sich selbst eine Meinung bilden zu können und die Mechanismen zu kennen. Und das geht natürlich am besten im Team. Fähigkeiten kombinieren, Hürden überwinden und im besten Fall auch noch Spaß dabei haben. Nicht nur eine der Kernaussagen des Medienprofi, sondern auch Leitbild von Annette Vetter, die zu einem Vortrag über ihren Beruf in eine der teilnehmenden Klassen eingeladen wurde. Speziell mir ist es wichtig, dass wir das, was wir an Fördermitteln zur Verfügung haben, in regionale Projekte, die unmittelbaren Nutzen hier auch stiften können, fließen zu lassen. Und dazu zählt wirklich fast schon traditionell im dritten Jahr der Medienprofi. Es ist mir wichtig, dass diese Schüler hier Teamkompetenz lernen, dass sie versuchen, im Team das beste Ergebnis zu erarbeiten. Und gerade jetzt so zum Ende, die Fragen sind wirklich nicht einfach. Recherche, Internetrecherche ist wirklich anspruchsvoll. Und das ist auch die Kompetenz, die hier vermittelt werden soll, wirklich mit den Quellen gut umzugehen, dass sie abwägen können, bewerten können, wem kann ich vertrauen und wem nicht. Und das Ganze auch noch im Team. Ja, und so freue ich mich, dass wir jetzt in wenigen Tagen wieder die Sieger küren können und dann wirklich dieses Jahr wieder zu einem erfolgreichen Abschluss bringen. Ein erfolgreicher Abschluss, das wünschen sich natürlich auch die Schüler, nicht nur im Hinblick aufs Abi.